Letzte Woche habe ich einige Punkte zusammengefasst, wie wir erwachsen werden können in Christus. Diese Punkte greife ich nochmals auf. Pflege enge Gemeinschaft mit Jesus Christus durch Bibellesen, Gebet und Anbetung. Freue dich an ihm und danke ihm für alles. Bitte den Heiligen Geist um Weisheit und Einsicht in die Dinge Gottes. Lass dich vom Heiligen Geist korrigieren, was deine Vorstellungen von Gottes Wesen anbelangt. Stimme dem zu, was Gott über dich sagt. Lass alles los, was nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Erwarte Großes von Gott und er wird Gelegenheiten schaffen, dass Großes geschieht. Vertraue Gott in allen Dingen deines Lebens. Über einen ganz wichtigen Aspekt des Wachstums habe ich nicht gesprochen. Die Gemeinschaft mit anderen Christen innerhalb einer Gemeinde vor Ort. Deshalb das heutige Thema: Warum Gemeinde? Gott sagt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist und die Gemeinde sein Leib. Dabei geht es nicht um eine politische Gemeinde, sondern um alle Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, und zwar weltweit. Aber natürlich und auch ganz besonders vor Ort. Es geht um die Menschen, die folgende Aussagen für wahr halten. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt in Maria. Er wurde von der Jungfrau Maria geboren. Er starb am Kreuz von Golgatha, um uns von der Macht der Sünde zu erlösen. Er wurde durch die Kraft seines himmlischen Vaters von den Toten auferweckt. Er sitzt zu Rechten des Vaters, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, die dies nicht glaubt und nicht verkündigt, kannst du diese Gemeinschaft getrost verlassen, denn diese Gemeinschaft bringt dich im Glauben an Jesus Christus nicht weiter. Manche Gläubige befinden sich in einer Gemeinde, die alle diese Aussagen für wahr hält und finden dennoch keine Ruhe. Es gibt Christen, die von einer Gemeinde zur anderen wechseln, vielleicht ein paar Wochen, manchmal auch Monate, wo sind, ständig auf der Suche nach mehr. Ja, nach was eigentlich? Oft wissen sie es selbst nicht so genau. Bei manchen wird es allerdings so sein, wie es in 2. Timotheus 4, Vers 3 steht. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das ist häufig der Fall bei Menschen, die sich keiner Autorität unterstellen wollen oder nicht von bestimmten Sünden lassen wollen. Wenn man sie damit konfrontiert, ziehen sie weiter zur nächsten Gemeinde. Im verbindlichen Zusammensein mit anderen Gläubigen werden wir nämlich herausgefordert, unsere eigenen Interpretationen der Bibel zu hinterfragen. Und im verbindlichen Miteinander erleben wir sowohl Erfolg als auch Misserfolg. Und daran wachsen wir. Auch an den Missverständnissen, die es öfters gibt. Ich bringe euch dazu ein Beispiel. War nicht hier in der Gemeinde, war woanders. Eines Tages übten mein damaliger Verlobter und ich einen Sketch zusammen.
Wir probten gerade einen Ehestreit in den Räumen der Gemeinde. Später kam mir zu Ohren, dass gesagt wurde, wenn die zwei schon so streiten, bevor sie überhaupt verheiratet sind, wäre es wohl besser, wenn sie gar nicht heiraten würden. Nur eine Person, meiner Erinnerung nach, kam auf mich persönlich zu und dabei ließ sich die Situation natürlich ganz einfach und schnell klären, indem ich sagte, dass wir einen Sketch geprobt hatten. Und so passiert es manchmal, dass wir Dinge hören oder sehen, von denen wir denken, wir wüssten sofort, um was es geht. Und anstatt mit den Menschen zu reden, die es betrifft, sprechen wir mit anderen Personen, die die Situation nicht mitbekommen haben. Und das, was wir erzählen, ist dann unsere Interpretation des Gesehenen und Gehörten, ohne die Zusammenhänge und die Hintergründe zu kennen. Und dadurch entstehen leicht und nicht selten lang andauernde Verletzungen. Und uns muss bewusst sein, dass der Teufel solche Situationen für seine Zwecke des Zerstörens nutzt. Er sät Misstrauen gegeneinander und nicht selten igeln sich die verletzten Personen ein und kommen nicht mehr in die Gemeinde. Sie suchen sich eine neue und das geht manchmal dann wieder nur so lange gut, bis ein erneutes Verletztwerden auftritt. Andere fühlen sich zu wenig beachtet und suchen verzweifelt nach Aufmerksamkeit. Erhalten sie diese nicht in dem Maße wie gewünscht, bezeichnen sie eine Kirche als lieblos und wechseln ebenfalls zur nächsten. Wenn Menschen mit einem Herzen kommen, die Fehler der einzelnen Gemeinschaften suchen, anstatt Gottes Gnade und sein Wirken in der Gemeinschaft, dann merken sie nicht, dass egal wo sie hinkommen, wo sie hingehen, ihre eigene Problematik mitnehmen und egal in wie viele neue oder andere Gemeinschaften sie gehen, die Problematik ist mit dabei. Denn solange wir erwarten, dass unsere Mitmenschen uns glücklich machen müssen, werden wir nicht erwachsen in Christus. Und solange wir denken, dass alle unsere Vorstellungen und Wünsche sofort von den anderen erfüllt werden müssen, da verhalten wir uns wie Babys, die Hunger haben und sich nicht anders äußern können, als zu schreien. Paulus, den wir sicher alle für einen sehr erwachsenen Christen halten, der sitzt für Christus im Gefängnis und schreibt in hervorragender Weise, warum Gemeinde so wichtig ist. Er sagt, als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Er sagt, mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt
und in allen lebt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Ich denke, darum ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen, dass dieses Gnadenpotenzial von Gott, das vervielfältigt sich, wenn wir zusammen sind. Das ist so wie dieses, ist zwar ein altes Beispiel, wenn du zwei Kohlen hast im Ofen, die zwar beide brennen, aber wenn die weit voneinander liegen, dann verlöschen die. Die müssen zusammenkommen. Und je mehr zusammenkommen, desto mehr brennt das Feuer. Machen wir weiter mit Paulus. Also Christus ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Manche von uns haben sich vielleicht schon gefragt, warum wird das im Epheserbrief so betont? Weil diese die Aufgabe haben, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, auferbaut wird. Aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Und wiederum warum? Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm, also Christus, verdankt der Leib sein ganzes Wachstum, sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er gefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Und ich finde es so stark, Paulus begründet ganz oft den Satz, den er gerade geschrieben hat, mit dem nächsten. Er sagt hier, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Und wieder die Begründung, denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem nur erdenklichen Schmutz. Ihr aber
habe bei Christus etwas anderes gelernt? Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? In der Wahrheit, wie sie in Christus gekommen ist? Da wurdet ihr gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzusehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Und da merkt man auch wieder, es geht nicht um das, was wir meinen, was Gerechtigkeit ist und Heiligkeit, sondern Gerechtigkeit und Heiligkeit, die sich auf Wahrheit gründet, auf die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus Christus. Und es bedeutet, dass wir nicht aus eigener Mühe, aus eigener Kraft uns heilig und gerecht machen müssen, sondern es ist vollbracht. Durch diesen Austausch am Kreuz ist es vollbracht. Nikki Gamble stellt das so deutlich dar im Alpha-Kurs. Er sagt, unsere Beziehung zu Gott ist getrübt durch unsere Sünde. Jesus hat einen freien Zugang zum Himmel. Jesus ist gerecht, ist heilig, ist vollkommen. Am Kreuz nahm Jesus unsere Schuld, gab uns seine Gerechtigkeit und Heiligkeit, seine Vollkommenheit, seine Reinheit. Der Weg zum Himmel, zum Vater ist frei. Und da müssen wir uns nicht anstrengen. Das ist eine Tatsache. Was unser Job ist, das kommt jetzt. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit. Wenn Gott sagt, ich hab dich lieb, dann sag doch nicht, ich bin nichts wert. Du bist geliebt, das ist eine Tatsache. Ich sage den Satz nochmal. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Ich weiß noch mal, mir ist mal eine Kuh auf meine Zehen gestanden. Das hat nicht nur meinen Zehen wehgetan, da fährt es dir durch von den Zehen bis oben raus. Und da kann man dann nachfühlen, die Zehen sind ja relativ kleine Glieder an meinem Körper. Aber heyo, das wünsche ich niemand. Deshalb lasst uns auferbauen gegenseitig. Lasst uns ermuntern und nicht wütend aufeinander sein. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich habe lange gar nicht begriffen, was dieser Satz bedeutet. Gebt dem Teufel keinen Raum. Aber wenn ich Dinge wiederhole, die nicht aus Gottes Wort gegründet sind, wenn der Teufel sagt, ich bin nichts wert, ich taug nichts, ich bin hässlich, ich schaff's ja sowieso nicht, der lügt. Der lügt von Anfang an, weil Gott sagt,
Ich habe dich wunderbar gemacht. Du bist liebenswert. Du bist mein Kind. Du bist gerecht. Du bist heilig. Du bist vollkommen. Und wenn solche Gedanken kommen, die kann ich getrost abweisen und sagen, nö, mein Vater im Himmel sagt was anderes und das gilt. Also Teufel, hau ab. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das alles, finde ich, was Paulus da geschrieben hat, das zeigt ganz deutlich, dass wir als Gläubige zueinander gehören, dass wir zusammengehören. Wenn ich niemand habe bei mir in der Nähe, dann merke ich auch nicht, ob ich jemanden anschreien will. Dann regt mich keiner auf, außer ich mich selber. Und es kommt mir vor wie... Neulich war ich so stimmlich erkältet, ich habe gemerkt, ich habe Husten, aber da niemand bei mir wohnt, ich alleine bin, habe ich auch mit niemand gesprochen. Und beten tue ich nicht so laut, dass ich meine Stimme groß anstrengen muss. Und am Abend hat meine Schwester angerufen und am Telefon unterhält man sich ja. Und da habe ich gemerkt, meine Stimme hat furchtbar geklungen. Und wir haben das Telefonat schneller beendet, als wir sonst aufhören zu telefonieren. Und so meine ich, merken wir als Gläubige, wenn wir denken, ach, ich kann ja ein Einzelgänger sein, mein Glaube ist meine Privatsache, ich tue niemand was und ich freue mich, dass ich gerettet bin. Aber wenn ich keine Gemeinschaft suche mit anderen, findet kein Wachstum statt. Weil wir wachsen aneinander und miteinander. Und Gemeinde ist deshalb so wichtig, weil wir nur in der Verbundenheit und Einheit in Christus auch die Fülle Gottes erleben. Ich denke, Gott hat es schon richtig gemacht, dass er nicht einen Christen alleine die ganze Fülle von Christus erleben lässt, sondern wenn wir schon eben sehen, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Pastoren, die fünf, das sind ja nur die, auf die sich die Gemeinde gründen soll. Aber jeder einzelne von uns ist wie ein Baustein. Die einen sind wunderschöne Perlen, die anderen sind wunderschöne Diamanten. Und die Vielfalt, die kommt im Miteinander. So, wenn das Licht auf einen Diamanten fällt, dann kann man den in verschiedenen Facetten anschauen. Und so ist Gemeinde, wenn wir zusammenstehen, wie diese Kanten eines schön geschliffenen Diamanten, dann kann die Welt noch viel, viel besser sehen, was die Liebe Gottes
bewirkt und dass er wirklich ein liebevoller Gott ist. Und nur gemeinsam können wir auch den Auftrag erfüllen, den Jesus vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern gab. Er sagte: Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu seinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich finde das so großartig. Er gibt nicht nur einen Auftrag, Jesus, sondern er sagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sowas von großartig. Darum hab ein Ja zur Gemeinde und zum Wachstum und lass dich mit Gottes Fülle beschenken. Amen.